Ja, hallo meine Lieben, das ist ein Update zu Alejandro 17 Monat. Oh Gott, ich habe ja so lange kein Update mehr gemacht, es ist ja so viel passiert, wie ihr sehen könnt, ist nur am Klettern und so weiter. Also er ist eigentlich ein Liebeskind, muss man sagen. Also er meckert nicht viel und beschäftigt sich auch viel mit seinen Spielsachen. Meine Mama ist ja jetzt ausgezogen mittlerweile und Alejandro hat sein Kinderzimmer für sich alleine. Ich habe es noch nicht ganz eingerichtet, wie ich es haben wollte, aber so langsam werde ich es tun und ich zeige euch auch gleich, wie das jetzt aussieht zurzeit. Aber wie gesagt, es ist noch nicht alles richtig fertig. Ja, was kann man zu ihm sagen? Er blabbert sehr viel vor sich hin, er redet die ganze Zeit. Okay, Papa, Mama sowieso. Mom, essen, trinken, kann er sagen, aber auch nur so, also nicht richtig aussprechen. Dann Zähne putzen, sagt er, Zähne putzen, also voll am Lispeln, aber auch total süß. Oder Schuhe, auf Griechisch sagt er das auch, auf Griechisch heißen die Papuzia, da sagt er nur Papu, also nur die Hälfte. Was kann er noch sagen? Ach genau, Socken, das Video, was ich auf Instagram gepostet hatte. Socken, da sagt er, Socken, Socken, voll süß ist das. Ich wusste einfach gar nicht, was es heißen soll. Dann habt ihr mich darauf gebracht, dass es Socken heißt. Ja, Auto kann er sagen, da sagt er Auto. Auf jeden Fall versucht er es und es ist total süß, so die ersten Wörter. Echt süß. Ja, dann auf jeden Fall, wo haben wir denn das Ding, Alejandro? Wenn er schlafen will, braucht er auf jeden Fall sein Monsterchen. Das hatten wir ja von Vigos Shop. Das werde ich euch nochmal zeigen. Ich werde euch nochmal ihren Shop verlinken. Das ist so ein... Ich hole das mal eben, einen Moment. Ja, das ist das hier. Das ist das Monsterchen Alejandro, wie ihr lesen könnt. Und ohne dieses Monsterchen kann Alejandro nicht schlafen. Also der hat es auch irgendwie nur von sich von alleine entdeckt. Wir haben ihm das nicht mal so gegeben und schlaf jetzt damit ein. Nein, der hat es von alleine entdeckt. Und der, was er auch immer macht, wenn er schlafen möchte, ist hier, der braucht auf jeden Fall immer so einen Zipfel oder so eine Ecke. Und dann nimmt er die Hand und macht die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, das beruhigt ihn oder so, dann schläft er ein. Und das muss immer dabei sein, immer. Komischerweise. Auf jeden Fall sagt der Heiko immer, wir müssen noch eins davon machen. Wenn das mal irgendwie verschwunden ist, dass er dann nicht anfängt zu weinen. Ja, oh Gott, was noch? Was noch, was noch, was noch? Ich weiß auch gar nicht, wie groß er ist. Also ich habe ihn wirklich... nicht gemessen, ich bin zur Zeit, also zu mir, ich bin nur am Arbeiten, 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 weil wir wollten auch dieses Jahr in Urlaub fliegen und wir wollen ein bisschen was zusammensparen. Ja, deswegen sind wir nur am Arbeiten. Entweder passt der Heiko dann auf den Kleinen auf oder meine Mama, wenn der Heiko arbeiten muss. Ja, das ist auch immer schwierig. Alejandro, der sucht mich, also der... Der weint jetzt auch, der merkt, die Mama geht, dann fängt er an zu weinen und er ist auch unruhig, wenn ich nicht da bin. Und zurzeit ist er wirklich ein Mama-Kind, also er kann nicht ohne mich, ohne Papa schon, aber ohne Mama nicht. Komischerweise, weil vorher hat er seinen Papa mehr gemacht. Machst du da? Ja, und er hilft auch im Haushalt mit. Er mag es hier zu fegen, zu putzen. Ist echt witzig. Also er befasst sich sehr viel mit seinen Spielsachen. Thema Essen. Also morgens, wenn er aufsteht, er steht meist zwischen 7 und 8 Uhr auf, manchmal auch um 9. Der kriegt er noch seine Flasche Milch. Ich benutze die Milch von Ross, von der Rossmann-Marke. Die trinkt er sehr gut, diese ab dem 12. Monat, diese Kindermilch. Was war ich jetzt? Genau. Dann so gegen 11 Uhr isst er seinen Vormittagsbrei. Da benutze ich Grießbrei oder Früchtebrei oder
Ja, auch von Rossmann oder von DM ist unterschiedlich. Und da tue ich auch immer ein paar Haferflocken mit rein oder Banane oder Apfelmus. Immer unterschiedlich halt, ne? Wie es halt normal so ist. So, und dann schläft er. Meistens schläft er so 2 Stündchen mittags. Danach kriegt er Mittagessen. Mittagessen, da koche ich auch nicht mehr für ihn, sondern er isst das, was wir essen. Zum Beispiel Kartoffeln oder Nudeln oder Fleisch. Also alles, was wir halt da haben, Gemüse, mache ich halt klein für ihn und dann isst er das. So, mit Gabel, das klappt noch nicht so richtig. Ich gebe ihm dann immer so eine Kindergabel, aber das klappt nicht. Dann lasse ich ihn, also ich fütter ihn auch nicht, ich lasse ihn dann immer von alleine mit der Hand. Also, dass er das mit der Hand nimmt, dann isst er das. Oh, er isst halt selber mit der Hand. Ja. Was noch? Ja, mit dem Schnuller. Er schnullert immer noch. Ich wollte ihm das abgewöhnen, aber das ist schwierig. Ach so, jetzt fangen wir mal an mit dem Thema Zähne. Also, er hat fast alle Zähne. Ihm fehlen nur noch 2. Hier unten einer und oben einer. Sonst hat er auch alle Backenzähne. Also. Es ging echt total schnell, aber die Zeit, die war echt schlimm, wo er die ganzen Zähne bekommen hat. Er war nur am Meckern, von morgens bis abends. Er wollte immer nur im Arm genommen werden und immer nur den ganzen Tag mit dem Schnuller im Mund. Nee, ich lüge nicht, das war so. Dein Loch. Was ist los? Bist du müde? Ja, ist jetzt seine Schlafenszeit. Dann ist er ein bisschen vom Schnullern weggekommen, als es dann besser war, als die Zähne dann raus waren. Aber so vor dem Schlafen möchte er seinen Nuki schon haben. In der Nacht wird er meistens nicht wach. Er schläft ja jetzt in seinem Zimmer. Aber wenn er dann wach wird, möchte er zu uns ins Bett. Also. Manchmal nehme ich ihn, manchmal lasse ich ihn da. Also wenn ich sehe, es dauert zu lange und er will da überhaupt nicht einschlafen in seinem Bett, dann nehme ich ihn mit zu uns rüber. Ansonsten lasse ich ihn in seinem Bettchen weiter schlafen. Also wir haben ja Alexandro. Die Leute sehen mich nicht mehr. Wir haben ja die Lidl-Windeln bisher benutzt und jetzt können wir die nicht mehr benutzen, weil die nachts auslaufen. Er schläft sehr gerne auf dem Bauch und dann ist er morgens immer nass vorne. Also die laufen aus in der Nacht, aber auch nur nachts. Und jetzt haben wir die vom... Schatzi, lass mal bitte. Jetzt haben wir die vom Rossmann und die laufen nicht aus. Die benutzen wir halt zurzeit. Und jetzt zeige ich euch mal sein Kinderzimmer und was er so an Spielsachen hat. Ich glaube, die Spielsachen mache ich in einem extra Video. Ich zeige euch jetzt mal sein Kinderzimmer, damit ich hier nicht viel rumquatsche. Und dann muss ich ihn auch ins Bett legen, denn er ist müde. Also wir hatten hier, das ist das Wohnzimmer, ne? Wir hatten hier, habt ihr bestimmt auch in den anderen Videos gesehen, hatten wir ja seinen Teppich und hier so eine Spielwiese oder Spielecke für ihn. Jetzt haben wir das alles in sein Kinderzimmer reingetan. Und das war ja also die war zusammen auf jeden Fall, die Couch. Jetzt haben wir das hier weggemacht, haben es da hingestellt, damit der hier mehr Platz zum Spielen hat, weil unser Wohnzimmer ja nicht so groß ist. Dann, das ist sein Kinderzimmer jetzt. Nicht so aufgeräumt. Okay, bitte nicht drauf achten, das sind die Sachen, die ich bei eBay versteigert habe, die muss ich gleich einpacken. Ja, seine Wickelkommode hier halt wie gehabt. Hier habe ich, das konnten wir leider nicht oben, ich mache mal eben Radio aus. Ja, könnt ihr mich besser hören. Das konnten wir leider nicht an der Decke befestigen, da ist noch das Loch, aber das ist immer runtergefallen. Also das Haus hier ist sehr alt und das hängt, bleibt leider nicht hängen. Deswegen hängt das hier, hier sind so seine Stoffhosen, die er halt zu Hause anzieht, also die Gammelhosen, sage ich jetzt mal. Hier haben wir seine Nuckis. Ich habe die hier hingehangen, weil sonst geht er immer wieder dran und holt sich einen raus tagsüber. Hier hängt so, keine Ahnung, alles mögliche, Käppis, Ketten und so. Das hatte ich euch ja gezeigt, das ist von Kik. Ich weiß nicht mehr, wie viel das gekostet hat. Auf jeden Fall sind hier seine Söckchen drin. Hier habe ich
seine Schuhe. Das ist so ein TV-Schrank, den habe ich ihm jetzt hier hingestellt, damit er hier an seinen Laptop spielen kann. Dahinter hat er das Radio, hier hat er sein Keyboard. Wollte ich auch noch weiß lackieren, aber so eine extra Lackfarbe, was halt nicht schädlich ist. Oh, der arme Kerl, der hat sich gerade wehgetan. Ich gerade hier. Soll ich anmachen? Bitte schön. Ja, das, was ich hier liebevoll für ihn gemalt habe und hingeklebt habe, die ganzen Tierchen, die hat der hier schon abgemacht. Na, Alexandro. Ja, hier ist sein Bettchen. Ja, die Mama hat das Bettchen nicht gemacht. die Spieluhr hat er immer noch, da guckt er auch immer noch gerne hin, wenn er schlafen möchte. Deswegen haben wir die noch nicht abgemacht. Hier habe ich jetzt sein Zelt mit den ganzen Kuscheltieren. Aber das kommt auch noch weg. Hier stand nämlich das Bett von meiner Mutter. Und ja, das wird alles noch anders gemacht. Also es bleibt auf jeden Fall nicht so. Sein Schrank. Huch, nicht runterfallen. Ja, sein Spielzeug hier, aber wie gesagt, es wird alles noch anders gemacht. Wir haben ja noch die große Tiefkühltruhe hier. Ich weiß auch nicht, wohin damit. Muss hier bleiben, aber wir wollten da noch so einen Zaun drum machen, also so ein Holz. Oh, Alexandro. So ein Holzzaun und so bunt bemalen, damit das halt hier schön reinpasst. Und hier habe ich auch noch Bilder, die ich aufhängen wollte. Ja, muss noch alles gemacht werden. Ich will auch nicht so viel hier streichen und so, weil wir wollen eh umziehen. Deswegen mache ich hier nicht viel. Dann habe ich hier hinter noch den Schrank. Da muss auch noch was gemacht werden. Also meine Mutter ist ja jetzt noch nicht lange weg, erst seit 2 Wochen. Da habe ich auch noch ein paar Spielsachen von ihm. Ja, das war's so. Also, ja. Ich glaube, mehr gibt's nicht zu sagen. Ach, was ich euch fragen wollte, wie oft badet ihr eure Kleinen? Also ich bade ihn 1 bis 2 Mal in der Woche. Also wenn er schmutzig ist, natürlich auch öfter, aber so 1-2 Mal in der Woche badet ihr eure Kleinen öfter. Und was wollte ich noch fragen? Also Schuhgröße. Also im 17. Monat hat er jetzt Schuhgröße 24, also die von H&M, die passen ihm schon, das ist Größe 24. Aber zum Beispiel die hier, die sind Größe 21, die passen ihm auch noch, aber noch so geradewegs sind jetzt auch fast zu klein. Also Größe 24 ist zurzeit optimal bei ihm. Tschüss! Sag tschüss! Tschüss! Na gut, ihr Lieben, das war das kleine Update und bis dann. Tschüss.